Ja, wir haben ungefähr 23 Parzellen. Die Parzellen sind ca. 40 Quadratmeter groß. Und es gibt Leute, die ihre Parzelle alleine bewirtschaften, aber es gibt durchaus auch Bewirtschaftungsgemeinschaften, die dann auch eben auch nochmal teilweise gemischt national und sowas sind. Es gibt Leute aus Schweden, aus Lettland, aus dem Irak, aus Polen. Eine Familie deutsch-ägyptisch und eine Familie deutsch-slowenisch. Und ja, meine Familie ist deutsch-palästinensisch. Was natürlich noch faszinierend ist für viele Leute, die dafür offen sind, ist halt, dass sie Gemüsesorten entdecken können, die jetzt nicht an jeder Ecke wachsen, sondern die halt unsere Migranten mitgebracht haben. Zum Beispiel Frau Wie aus kultiviert Gemüse aus Vietnam, wofür man hier in Deutschland gar keinen richtigen Namen hat. Oder ich selber muss da auch schon staunen, weil der ukrainische Knoblauch halt so hoch wächst und man dann nur gucken kann, was es alles, sogar wo man das gar nicht geglaubt hätte, für verschiedene Knoblauchsorten gibt. Ich als Gärtnerin habe eben auch gelernt, dass es andere Bewässerungsmethoden und andere Anbaumethoden gibt. Wir hatten zum Beispiel Leute hier aus Aserbaidschan und die haben ihre Beete falsch rum angelegt, also für deutsches Empfinden oder europäisches Empfinden, weil das, wo was wuchs, das war nach unten und die Wege waren eher nach oben angelegt, weil die nämlich ihre Beete einmal in der Woche volllaufen lassen mit Wasser so. Das dauert dann auch 2-3 Stunden, bis der Boden richtig, dass das versickert ist im Boden. Und das nennt sich dann Artisan, also so eine andere Bewässerungsart für Gegenden, wo Wasser eben wesentlich weniger vorhanden ist. Ja, aber das war für mich eben auch neu. Und dann denke ich mir, vielleicht könnte man sich als europäischer Gärtner auch Tipps holen, falls ein Klimawandel in unseren Gefilden stattfinden wird. Wir haben hier auch natürlich, wenn jemand Geburtstag feiert oder sonst irgendwas, dann treffen wir uns auch hier. Oder bei den Gartenversammlungen haben wir auch oft ein gemeinsames Mittagessen, was vorausgeht. Oder wir backen gemeinsam in unserem Lehmofen. Wir hatten schon eine erste Kinderversammlung, weil wir mittlerweile über 20 Kinder in diesem Garten haben. Das, finde ich, sollte weitergeführt werden, damit auch unsere Kinder frühzeitig als Gemeinschaft zusammenwachsen und sich eben auch eigene Regeln entwickeln, die sie dann eben auch hier einhalten in diesem Garten. Und ich denke mal, die Kinder können da schon ganz früh interkulturell auch lernen.